Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind dabei, hier so ein bisschen aufzuräumen am Hof und hier so die Produktion vom Saatgut, vom Dünger in Gang zu halten. Wir kippen jetzt gerade mal ein bisschen Dünger hier ins eigene Silo. Einfach damit dann die Düngerproduktion auch wirklich vernünftig laufen kann. So. Wir müssen auch noch Mist holen, um weiter Dünger zu produzieren. Die Saatgutproduktion hier, die läuft auf vollen Touren. Und ich fahre voll gegen den Baum. Naja. Wie dem auch sei. Was ich aber erstmal machen muss, um Dünger zu produzieren, ist, ich muss Mist haben. So, und da ich bei den Kühen nicht mehr viel Mist habe, aber bei den Schweinen, also das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel ich inzwischen bei den Kühen wieder habe, aber bei den Schweinen habe ich nicht mehr viel, muss ich mal eben zum Händler fahren, weil ich habe mir ein Vorderband gekauft, damit ich dann gleich den Mist von den Schweinen abfahren kann. Ja, so ein Förderband, wie ich auch schon bei den Kühen stehen habe. Nur ich will die nicht immer hin und her transportieren müssen. Und daher habe ich mir noch eins gekauft. Da steht es. Also ich könnte damit zwar auch selber fahren, aber dann brauche ich irgendwie bis übermorgen. Und da habe ich keine Lust drauf. Na, mal gucken. Hier komme ich wahrscheinlich so gar nicht rum, wa? Soll ich erstmal schön hinten hängen. Naja, geht. So ist es auf jeden Fall sicherer, einfacher, als wenn ich das mit dem Radlader mache. Ich schaue einfach das Förderband hin. Wobei das da hinten bei den Schweinen tatsächlich echt eng werden könnte. Aber wir schauen mal. Ich drehe mal die Zeit ein bisschen hoch, damit es schneller wieder hell wird. Ich will sie auch nicht zu hoch drehen, weil dann läuft mir das hier alles viel zu schnell aus dem Ruder. Oh. Naja. Schade. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich da reinsäppen. Das ist jetzt doof gelaufen. Schade, schade, schade. Mäh. So. Okay. Motor an.
einmal vernünftig ausrichten. Okay. Jetzt weiß ich die Tastenbelegung nicht mehr. Das war es doch irgendwie. Brauche ich ja kein Cosplay. Okay. So. Warum passiert da nichts? Ja, fällt eigentlich daneben, aber egal. Funktioniert jetzt. Fällt ja zum Glück nicht wirklich daneben. Aber ja. Von der Geschwindigkeit her finde ich das jetzt völlig okay. Ich habe das ja ein bisschen beschleunigt, das Förderband. Ja, ja, es dauert, es dauert, es dauert. Betriebskosten Fahrzeuge 47.000.
Ich muss unbedingt meine Fahrzeuge alle mal reparieren. Nun mach voll. Los. Na bitte. Das geht. Na bitte, hier läuft die Produktion wie die wilde Wutz. Aua! Jo. Pullmacken. So, den kann ich dann eigentlich mal Richtung Rinderhof fahren. Da muss der Trailer nämlich hin. Überführung Hofrinder. Tschüss. Ah. Jawohl, da steht mein Transporter mit. Oh, Wasser hat er noch drin. Na toll. Na toll. Wenn wir eins jetzt hier nicht brauchen, ist das Wasser, glaube ich. Ihre. Ne, die haben alle Wasser. Oh, haben sie alle nicht mehr. Ja, das heißt also, wir müssen irgendwie das Wasser loswerden. Also, kippen wir das einfach mal aus. Jetzt kommen wir ja zum Glück hier mit diesem immer so ein Zusatzmod, dass man das auskippen kann. Verteile ich jetzt einfach mal bereitwillig hier auf dem Hof. So, und hier werde ich dann gleich mal ne, er macht aus 5000. Ach ne, aus 50. Ja, doch, passt. 50.000 Liter Wasser macht er 100.000 Flüssigdinger von. Ja, klar. Und Wasser und Dünger zu gleichen Teilen. So, ich werde jetzt hier aber nur mal 50.000 Liter Flüssigdünger abholen. Ich mehr, glaube ich, bei der Tomatenproduktion nicht abgeben kann. Ich werde mal schauen. Achso, ich wollte noch Felder kaufen, ne? Das mache ich auch gleich. Erstmal fahren wir eben zur Tomatenproduktion und dann kaufen wir noch Felder.
55.000. Ah. 109 Liter zu viel. Egal. So, der Axion ist am Rinderhof schon angekommen. Und ich fahre jetzt mal zur Tomatenzucht. 50.000 Liter. Hier drin. So, notfalls haben wir noch 109 Liter über. Mal gucken, wo wir die loswerden. Haben wir ein Flüssigdüngerlager? Außer da, wo es produziert wird? Nö, ne? Naja, wenn ich die 109 Liter jetzt nicht loswerde, dann lasse ich den da einfach stehen. Bis die 109 Liter verbraucht sind. Und dann wird das schon irgendwann was werden. Paletten müssen wir hier ja auch gleich herbringen. Ach ja, Käse müssen wir verkaufen. Haferflocken müssen wir erstmal produzieren. Dazu müssen wir erstmal Hafer ernten. So, hier ist die Tomatenzucht. Bin mir gar nicht so sicher, ob so ein Gewächshaus wirklich so hoch ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht hier mit... mit einem LKW. So, wo werde ich den hier los, den Flüssigdünger? Wo ist hier der Trigger dafür? Gar nicht, oder was? Aha. Da. Wird umgepumpt. Scheinbar. Ja, wie ich schon dachte, hier passen nur 50.000 Liter rein. Nur, ist ja auch schon krass zu sagen, ne? Aber ist so. Wir holen mal ein paar Paletten. Leute, es ist schon wieder an der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Und ja, morgen gibt es wieder die nächste Folge. Schaltet rein. Ich sage in diesem Sinn mal ciao.